Wir befinden uns in Brasilien, genauer gesagt im Regenwald, 160 Kilometer von São Paulo entfernt. Hier in der Regenwaldakademie von Carlos Soares erlebten wir einen Hauch von Abenteuer inmitten der Natur. Flüsse überqueren und Wasserfälle erforschen gehört zu dieser Reise. Viele interessante Naturereignisse kann man hier erleben und beobachten. Einheimische Führer trugen zum Verständnis der Natur bei und ebneten mit ihrem Werkzeug bei Bedarf den Weg. Es sind nicht immer die großen Tiere, die einen beeindrucken. Auch die kleineren und kleinsten fordern ihren Respekt ein. Aber auch die Pflanzen zeigen sich in ihrem schönsten Kleid. Brasilianische Speisen, mit Liebe zubereitet, offerierte uns die Mannschaft der Regenwaldakademie. Als Nachtisch gab es ein Ständchen von Carlos und einem seiner Mitarbeiter. Ouro Preto, 1200 Meter über dem Meer, ist einer der Orte, die wir auf unserer Reise besuchten. Dieses Städtchen stammt aus dem 18. Jahrhundert. Goldgräber hielten hier einst ihr Domizil. Der damalige Name war Villa Rica, also die reiche Stadt. Heute sind nur noch alte Zeitzeugen, die an damals erinnern. 1980 hat sich die UNESCO diesem ehemaligen reichen Ort angenommen. Das ist die Zukunft, die Kinder Brasiliens. Rio de Janeiro, die Stadt mit 1000 Gesichtern. Die Copacabana mit ihren hübschen Menschen. Aber auch am Ipanema-Strand tummeln sich Gleitschirmpiloten in Konkurrenz mit den Wellen und deren Besuchern. Rio besteht nicht nur aus Copacabana. Auch eine Oase der Ruhe im botanischen Garten mit Seerosenblättern, die im Durchmesser an einen Lastwagenreifen erinnern und nebenan 30 Meter hohe Königspalmen. Das Gelände weist 100 Hektaren auf. Für den leiblichen Genuss sorgen die Leckereien und für das Auge gibt es überall etwas zu erleben. Vom Corcovado aus mit seiner seit 1931 errichteten Christusstatue auf 710 Meter über dem Meer sieht man erst einmal, wie groß diese 10-Millionen-Stadt in ihrem Ausmaß ist. Legendär ist eine Stadtbesichtigung mit dieser Straßenbahn und per Bus. Wir machen auch eine kleine Segeltour entlang der Küste. Ein Abenteuer für sich, wenn man im normalen Leben kein Seemann ist. Frühstück auf engstem Raum. Während Carlos sich ein Bild von oben macht.
macht den Abschluss unserer brasilianischen Reise. Hier konnten wir nochmals die Seele baumeln lassen und uns einen Eindruck machen von dem kleinen Ort, der 1660 gegründet wurde und von seiner ursprünglichen Charaktere fast nichts eingebüßt hat. 1880 hat man Gold hier entdeckt und der Ort wurde nicht nur berühmt, sondern auch reich.